Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 22. Februar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer. Hoffe, Sie haben einen guten Wochenstart, wie dies hier unter anderem die Pairs aus Ozeanien vormachen. Also hier speziell der Australdollar und der Neuseeland-Dollar ziehen heute stark an. Der positive Auftrieb der Märkte wirkt sich hier aus, also insofern wieder alles heile Welt. Mal abwarten, ob es tatsächlich so bleibt. Tatsache ist, der US-Dollar zeigt sich heute wieder ein Stück weit schwächer, auch gegenüber dem Euro, gegenüber dem britischen Pfund und insbesondere natürlich gegen die ozeanischen Pairs. Wir sehen auch hier den Yen so ein Stück weit wieder im Normalisierungsmodus, aber die Woche beginnt ja erst. Letztlich der Fokus heute hier, Neuseeland-Dollar gegenüber US-Dollar, auch Kiwi genannt. Und den schauen wir uns hier erstmal im großen Wochenchart-Intervall an. Da fällt auf, dass wir mehr oder weniger im Bereich einer Unterstützung um 0,6230 aus früheren Jahren hier nach der Finanzmarktkrise ließen sich hier einzelne Kerzen doch da ausmachen. Sie sehen das hier im Mai bis Juli hinein. Hier während dieser 3-Monats-Phase hat der Währungspaar so ein Stück weit einen kleinen Support hier aufgebaut und genau dieses Level diente jetzt viele Jahre später im Juli oder besser gesagt im Sommer hier als Unterstützungszone zum Auslauf des Sommers. Und seitdem sahen wir hier eine schöne Erholungsbewegung. Hier oben hat sich allerdings auch ein schöner Widerstandsbereich gebildet. Und nunmehr, nach einem wilden Hin und Her mit neuem Verlaufstief, nach diesem Top hier oben, also mit Ausbruch unter das Level hier von 0,6425, hätte man meinen können, es kommt nochmal zu einem Test von 0,6230, aber weit gefehlt. Der Markt hat hier in der vergangenen Zeit dann doch wieder eine Stabilisierung gefunden und ja, die letzten Wochen sind hier ein Stück weit nicht wirklich klar tendenziell ausgerichtet. Technisch ist es aber aktuell so, dass ja, der heutige Wochentag beginnt schon mal positiv, die laufende Handelswoche sieht gut aus, aber hier Obacht geben beim Neuseeland-Dollar. Wir haben hier einen ersten richtig zähen Widerstand bei 0,6845. Sollte das Währungspaar dahin laufen, dann mal aufpassen, was da passiert. Sie sehen auch hier diese blaue Linie. Da kommt auch noch der EMA 50. Für viele auch interessant. Deswegen hier ein definitives Widerstandslevel. Zuvor haben wir allerdings auch noch, da gehen wir jetzt von der Woche in den Tag, hier einen kleinen vorgeschalteten Widerstand bei 0,74. 30 rund, können wir auch direkt eine Horizontallinie mal einbauen. Nehmen wir die von hier oben als Widerstand. So, das ist praktisch hier. Sie sehen, das Währungspaar hat ja 4 Tage lang es nicht geschafft, nachhaltig per Schlusspreis rauszuziehen über 0,6730. Das heißt, hier oben wäre eine erste Hürde, um im Nachgang hier das nächste Level eben bei 0,68. Dann können wir hier sogar im Tagesstand noch ein Stück genauer definieren, 0,6865 etwa zu definieren. Also hier ist genau das Niveau, wo das Währungspaar sich ja dann sichtlich schwer tat in der Vergangenheit und dies auch wieder tun könnte, wenn es denn hier hinläuft. Aber Sie sehen, wir sind hier mittendrin. So richtig klare Signale liefert der Neuseeland-Dollar aktuell nicht. Insofern mal aufpassen, wie die weiteren Impulse laufen. Kurzfristig ist hier ein Aufwärtstrend intakt und von diesem letzten Fakeout nach unten. Also Sie sehen hier nochmal das Tief von 0,6425, 0,6430. Hier gab es eben einen kleinen Ausbruch nach unten. Hier hat sich das Währungspaar aber stabilisiert. Wir können auch die Linie ruhig ein Stück höher machen. Hier haben wir noch mehr Knotenpunkte sozusagen im Chart 0,6435. Sehr schönes Level. Seitdem ging es eben nach oben. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie das Währungspaar sich weiter verhält. Letztlich denke ich, kann es durchaus noch ein Stück weiter gehen. Wir haben, wie gesagt, heute schon eine relativ starke Performance. Das Währungspaar 58 Pips gelaufen. Im Schnitt sind wir hier nur zwischen 75 und 85 unterwegs. Also so richtig volatil ist das Paar ohnehin nicht. Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass wir hier oben schon mal noch einen Test machen, dann kann das so aussehen. Hier muss ich dann eben entscheiden, ob der Aufwärtsdruck weitergeht. Mögliche Umkehrkerzen könnten hier bereits schon als Shortsignal dienen, um dann praktisch hier eine weitere Abwärtswelle mitnehmen zu können, die sich dann auch insbesondere in einer stärkeren Impulsbewegung so darstellen könnte. Im Zweifel geht das Währungspaar über diesen ersten Widerstand drüber. Hier haben wir übrigens auch den EMA 200 noch laufen. Und dann wäre aber hier meines Erachtens in diesem Bereich dann die Luft schon sichtlich enger und dann könnte sich auch von diesem Level ausgehend ein ja, Abwärtsimpuls ereignen. Denn ich denke, wie gesagt, die Märkte sind noch nicht fertig mit der Bodenbildung. Eine US-Dollar-Stärke könnte hier auch durchaus nochmal Einzug halten. Das dürfte sich dann entsprechend negativ beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar auswirken. Klar, bullisch wäre es, da müssen wir uns mal rausscrollen ein Stück weit. Da sehen wir, wenn wir hier aus dem Tagesschart
sichtlich rausgehen, haben wir hier einen primären Abwärtstrend sozusagen seit Oktober 2014. Da müssen wir rüber, also erstmal ohnehin hier 0,68 70, 0,68 65 klar überwinden. Dann haben wir hier diese Abwärtstrendlinie und dann warten hier bei 0,72 rund die nächsten Widerstandslevel. Da wäre auch, sage ich mal, ein guter Punkt, um ein mögliches Ziellevel zu setzen, wenn der Markt dann hier nach oben aufdreht, dann könnte man hier Preise um 0,72 durchaus als mögliche Zielzone in Augenschein nehmen. Das ist aber wie gesagt noch Zukunftsmusik. Aktuell korrektiver weiterer Erholungsimpuls möglich innerhalb einer Range, die wir aktuell sehen. Dann dürfte es meines Erachtens jedoch wieder spannend werden an diesem Widerstandslevel, insbesondere bärisch in meinen Augen, wenn wir hier diesen Support, den wir uns unlängst aufgebaut haben, 0,6570 durchbrechen. Wenn dieses Niveau fällt, dann kommen wir relativ zügig, meines Erachtens, wieder hier in die Region früherer Niveaus. Gut, schauen wir mal, was die Saisonalität dazu sagt. Da sehen wir hier tendenziell mit Blick auf die kommenden 20 Tage, ja, zunächst sogar eine direkt leichte Schwäche, also leicht seitwärts, dann Schwäche und dann kommen wir hier so richtig bis März nicht in Fahrt. Das sieht man hier sehr deutlich, dass ja, bis Mitte März eigentlich eine zähe Seitwärtsphase mit leichten Dips nach unten zu erwarten ist, wie es zoomen uns sozusagen mal nochmal 40 Tage rauf. Und dann sehen wir, dass hier die Tendenz dann nach einem leichten Schub von Mitte März ausgehend dann besser wird. Aber mehr oder weniger sind wir hier saisonal immer noch in einer mehr Schaukelphase unterwegs als klare Tendenz. Das sehen Sie hier mit dem Spike nach unten in Richtung 0,7, 0,8. Und es gab Spike nach oben 0,7, 0,8 vom Basisindex 100 ausgehend. Ist hier eigentlich nicht wirklich richtig Bewegungsschub drin. Insofern sollten wir uns hier auf die technischen Tendenzen fußen oder fixieren und die sagen hier eindeutig, dass man aufpassen muss, was das Währungspaar macht, wenn es denn die entsprechenden Key Levels erreicht. Und da würde ich auch sagen, liegt genau der Fokus hier oben, wie gesagt, schon im Bereich 0,6730 und eine Etage höher, Schrägstrich, wenn wir früher hier nach unten wegbrechen sollten, dann könnte es auch schon direkt ein Short Setup werden. Also mal aufgepasst, der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar heute zum Wochenauftakt. Meines Erachtens ganz interessant, durchaus imstande weitere Erholungsimpulse zu vollziehen, die aber meines Erachtens eben in Kürze beendet sein dürften. Dazu gibt es unter Umständen heute oder morgen auch nochmal eine separate Analyse, die uns dann hier noch weiterführt in Richtung eines saisonalen Setups, das dann allerdings mit dem Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar zu tun hat. Aber dennoch immer einen Blick wert, wie ich finde. Insofern dürfen Sie sich schon mal darauf freuen. Wird im Web-Schrägstrich im Stream oder auch dann bei JFD Brokers natürlich gepostet. In dem Zusammenhang sage ich danke fürs heutige Einschalten, wünsche Ihnen noch einen guten Wochenauftakt. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.